Maria, machen Sie uns einen guten Vorschlag. Was machen Sie, wenn Sie verlieren? Also, ich traue mich nicht. Warum? Also, ich singe die Traviata. Ah ja, auch noch mit Herrn Pavarotti zusammen vielleicht, ja? Nein, nicht mit dem Pavarotti, sondern mit dem, wie heißt er? Placido Domingo. Ist der nicht Sie gut? Hören die Reaktion der ist aber Publikum. Sehr gut. Also, ist das jetzt Blödsinn oder echt? Wenn Sie verlieren, singen Sie La Traviata mit Placido Domingo. Ist das richtig? Wissen okay. Sie, was der Bursche kostet einen Abend? Ja. Ich habe Kredit. Ja? Also Sie besorgen ihn. Also wir haben ich damit nichts ihn. Zu tun. Nein. Also ein Duett Maria Schell Placido Domingo La Traviata, wenn Sie verlieren. Da bin ich gespannt. Und jetzt freuen sich sicher viele hier in der Halle und zu Hause. Ich habe dort einen wunderbaren Schiedsrichter und Reporter. Es ist kein geringerer als Thomas Gottschalk. Hallo, Thomas. So, sind bei euch alle bereit? Ich hoffe es. In der Ferne höre ich ein Flugzeug vorbeikommen. Das ist Placido Domingo auf der Flucht. Aber jetzt ist auch der Markus wieder zurück. So. Und jetzt. Letzter Versuch. Ja. Also wir sind drin in der Sportschau. Uli, komm. Die weißen Trauben sind müde. Ja! Na lauf ihr wenigstens entgegen. Nee. Tja, leider hat es nicht geklappt. Leider. Markus, komm zu mir. Thomas, ich möchte mich herzlich für deine fantastische Reportage bedanken. Ja. Ich habe lange nicht mehr so gelacht.